Gute Stimmung hier in Hamburg und dort sehen Sie schon die Umarmung von DFB-Präsident Egidius Braun, der an der Spitze der DFB-Delegation steht. Und daneben der Ligadirektor Wilfried Straub. Und gleich in wenigen Augenblicken wird es für den 1. FC Kaiserslautern hier, begleitet von 30.000 frenetisch feiernden Pfälzer Fußballfans, hier die deutsche Meisterschale geben. Ich weiß, viele Fußballfans sind jetzt live dabei in der Pfalz. Und deshalb ein herzlicher Gruß und hallo Kaiserslautern. Hier ist Hamburg und hier ist der DFB-Präsident. Gleich gibt's die Meisterschale. Stadion und sicher auch Millionen deutscher Fußballanhänger mit uns gemeinsam den neuen deutschen Meister 1998, den 1. FC K. feiern. Mit dabei sind natürlich die Präsidiumsmitglieder, ein alter Pfälzer mit Karl Schmidt, ehemaliger Nationalspieler des 1. FC Kaiserslautern. Und auf diesen Augenblick haben natürlich viele Hunderttausende von Pfälzer Fußballfans gewartet. Und der Aufsteiger aus der Pfalz hat es in beeindruckender Art und Weise den Klassenerhalt geschafft. Sie sind einfach deutscher Meister geworden. Und nun, meine lieben Freunde, darf ich überreichen die Meisterschale an den Kapitän. Ich denke, wenn sie einer verdient hat, dann habt ihr das diesmal. Herzlichen Glückwunsch. Und der Kapitän wird sie übernehmen. Ciriaco Sforza, deutscher Meister 1998. Das ist der 1. FC Kaiserslautern. Andreas Brehme, der vorgesehen war, als Erster die Schale in Empfang zu nehmen, hat gesagt, nein, Sforza ist der spielende Kapitän dieser Meistermannschaft. Und das macht man nicht. Als Zweiter nehme ich die Schale gerne. Der Mann, der 37-jährige Weltmeister, der hier zum zweiten Mal eine deutsche Meisterschaft gewinnt, für den fußballerisch alles in Hamburg begann als Straßenfußballer und heute hier sein 301. Bundesligaspiel, sein letztes, beschreiten wird für den 1. FC Kaiserslautern. Miro Katlec, der Libero, der aus privaten Gründen Abschied nehmen wird aus der Pfalz und zurückkehrt in seine Heimat. Pavel Kuka, das sind die Pfälzer Meister. Und die Fans sind schier aus dem Häuschen. Schon seit Stunden wird hier gefeiert. Die Pfalz ist ohnehin seit Tagen schon im Ausnahmezustand. In den nächsten beiden Tagen geht es jetzt richtig los. Und morgen wird, wenn die Schale denn in der Pfalz angekommen ist, sicherlich mit vielen, vielen Fans ganz verrückt diese deutsche Meisterschaft. Und verrückt ist ja ohnehin, denn ein Aufsteiger hat es noch nie geschafft, deutscher Meister zu werden. Ohnehin. Und das sind die Typen, die es möglich gemacht haben. Harry Koch. Und das ist der Mann, der mit seinen Toren diese Meisterschaft mitgetragen hat. 20 Tore hat er erzielt und er hat natürlich heute auch noch die Chance, Torschützenkönig, einen Trefferrückstand hat er auf Ulf Kirsten, hier zu werden. Seine erste Meisterschaft, die für Olaf Marschall, natürlich auch für ihn, für das Mäuschen, für Ratinho, der sie in die Herzen der Pfälzer Fußballfans gespielt hat. Ebenso, wir haben ihn gerade gesehen, Michael Schönberg Christensen, den Otto hier in die Pfalz holte. Er bereits, Martin Wagner, zum zweiten Mal mit dem 1. FC Kaiserslautern deutscher Fußballmeister. Oliver Schäfer, das alles sind die Helden und es gibt natürlich auch viel, viel Geld für die Spieler. Eine tolle Prämie und ich finde es klasse, dass alle 24 Spieler des Kaders das gleiche Geld erhalten. 80.000 Mark soll es geben für jeden Einzelnen. Eine satte, eine tolle Prämie, die das Präsidium des 1. FC Kaiserslautern mit Hubert Kessler an der Spitze sich ausgedacht hat und auszahlen wird
für die Meistermannschaft 1998. Das Geld haben sie sich redlich verdient. Andy Buck. Meister und Pokalsieger mit dem VfB Stuttgart. Und Otto hat ihm sozusagen den zweiten fußballerischen Frühling bereitet. Auch er deutscher Meister 1998. Eine unglaublich gute Stimmung. Das Fußballspiel gegen den HSV steht natürlich heute wahrlich nicht im Vordergrund. Hier soll noch ein bisschen gezaubert werden, den Fans, den Mitgereisten soll ein bisschen Fußball-Feinkost geboten werden. Einstimmung auf die Champions League, denn da warten natürlich ganz große Gegner auf Otto und seine Mannschaft. Und Otto Rehagel ist das Stichwort. Er möchte gegen Barcelona spielen, gegen Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Porto. Das sind Namen und Vereine, die nächstes Jahr möglich sind. Und das ist der Meistermacher. Sein 7. Titel, verflixt und verteufelt gut. Er wird auch eine Miniatur-Meisterschale bekommen. Otto Rehagel. Er hat aus 3 zerstrittenen Grüppchen, so wie er sagte, ein meisterliches Team geformt. Und seine Mannschaftssitzungen, die ohnehin einen hohen Unterhaltungswert genießen, dafür ist er bekannt und beliebt bei seinen Spielern. Otto mit der Meisterschale. Er ist der erfolgreichste Bundesliga-Trainer der 90er Jahre. Ein Fußballverrückter, ein besessener Trainer. Und das mit fast 60 Jahren. Da sitzen andere auf der Parkbank und lesen die Zeitung. Otto will in die Champions League. Und Christian Sprenger, bitte. Herr Rehagel, nochmal herzlichen Glückwunsch. Als allerletzter haben Sie die Schale berührt. War es denn schön? Ja, ich habe sie ja schon. Es war heute nicht das erste Mal. Aber ich habe mich diesmal natürlich besonders gefreut, weil es eben doch eine außergewöhnliche Meisterschaft ist. Das wird es so leicht nicht wieder geben. Dass eine Mannschaft, an der man in der Öffentlichkeit nicht geglaubt hat, am Anfang ein bisschen belächelt hat, weil sie dann oben steht, und dass die Jungs so viel Stehvermögen hatten, bis zum Schluss ihre Position zu verteidigen, das ist schon einmalig. Haben Sie es in der vergangenen Woche denn schon verarbeitet oder glaubt man immer noch nicht so richtig dran? Nee, wir glauben schon dran. Wir haben gewusst, wenn wir zu Hause gegen Wolfsburg gewinnen und die Bayern machen ein Unentschieden, dann schaffen wir es. Und wir waren ja auch immer vorne dran und haben auch sehr gut gespielt. Und ich denke, die Mannschaft hat es verdient, denn sie hat wirklich großen Sportsgeist bewiesen in der Saison und hat alle die leisen Irritationen weggesteckt und ist ein würdiger Meister. Die nächsten Tage werden bestimmt anstrengender als die kommenden 90 Minuten hier auf dem Platz. Na, auch heute Abend noch wird ja groß gefeiert und morgen auf dem Rathausplatz und am Montag wird es dann etwas weniger. Dann wünschen wir Ihnen